Die Ausbringung der Wirtschaftsdünger, insbesondere der flüssigen Wirtschaftsdünger, beschäftigt uns derzeit sehr stark. Einerseits ist die Landwirtschaft gefordert, ihre Stickstoffemissionen zu reduzieren. Und da haben viele Bäuerinnen und Bauern große Sorgen, wie sie das schaffen können. Und andererseits ist es aus ökonomischer Sicht notwendig, die Stickstoffeffizienz im Kreislauf Futter, Tier, Boden, Bodenleben, Pflanze zu optimieren. Worum es dabei geht, wie das alles gelingen kann und wo die Reise in Österreich hingeht, das erfahren Sie im heutigen Podcast Agrar Science Wissen Kompakt der Haberle-Fahrer bei Gumpenstein. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und im Studio darf ich, Andreas Stein, wieder heute dazu unseren Wirtschaftsdüngerexperten, Diplom-Ingenieur Alfred Böllinger-Zierler, begrüßen. Diplom-Ingenieur Böllinger-Zierler forscht seit Jahren zur Innen- und Düngerwirtschaft und er hat in unzähligen Studien zum Thema gestaltend mitgewirkt. Er kennt die Situation auf den Betrieben, aber auch die gesetzlichen Vorgaben auf nationaler und internationaler Ebene. Lieber Alfred, vielen Dank, dass wir im Podcast heute über dieses brisante Thema sprechen können. Gerne. Das ist ein Leidenschaftsthema von meiner Seite her. Leiden, weil es bis zu einem gewissen Grad Leidenschaft, aber auch Leidenschaft, weil es für mich ein wichtiges Thema ist. Fred, du bist aktuell damit beschäftigt, in der sogenannten DiHallo-Studio wichtige Basisdaten zur Landwirtschaft in Österreich zusammenzutragen. Warum wird diese Studie, was ist das für eine Studie, warum wird die jetzt aktuell durchgeführt und worum geht es da? Diese sogenannte DiHallo-Studie 3, es hat ja schon zwei gegeben, die dritte ist jetzt gerade am Laufen, am Ausarbeiten der ganzen Daten, ist deshalb wichtig, weil es um die Tierhaltung in Österreich geht und die Basisdaten für die Emissionsberechnungen des Umweltbundesamtes liefert. Mhm. Und würden wir diese Studie nicht liefern, müsste das Umweltbundesamt in der Person von Michael Anderl und Simone Haider Standarddaten verwenden, die mit Sicherheit deutlich schlechter die Landwirtschaft darstellen, als sie wirklich ist. Und deshalb ist es aus landwirtschaftlicher Sicht wichtig, auch diese Daten in einer guten Qualität zur Verfügung zu stellen. Und das ist die Dialog. Okay, und wofür braucht es diese Daten dann in der Folge? Es geht um gesetzliche Vorgaben, oder? Die wir von der europäischen Seite her bekommen, oder? Es geht darum, dass wir sozusagen von der EU eine sogenannte NEC-Richtlinie verordnet bekommen haben, also Richtlinie verordnet, darauf aufbauend Österreich eine Ammoniak-Reduktionsverordnung erstellt hat über das BMK. Und in diesem Rahmen müssen wir uns bewegen. Mhm. Aber das ist ja nicht nur so, und dafür liefert eben diese Studie die Grundlagendaten, beziehungsweise errechnet dann das Umweltbundesamt diese OLI, österreichische Luftschadstoffinventur, und die ist wieder die Basis dafür, um zu schauen, wie gut sind wir auf dem Zielpfad unterwegs. Und was ist das für ein Zielpfad? Wie stark ist Österreich betroffen, etwas zu tun? Und auch vielleicht im Vergleich, im internationalen Vergleich? Das ist ein guter Hinweis. Also wir haben ein Reduktionsziel auf Basisdaten 2005 von -12% Reduktion der NH3-Emissionen. Basisdaten 2005? Genau. Okay, von dort weg starten wir und wir müssen 12%? 12% bis 2030 reduziert haben. Wir hätten schon ein Zwischenziel gehabt, 2020 mit -1%, das haben wir um +3%, also um eigentlich 4 Prozentpunkte verfehlt, mhm. weil das ja nicht, du hast in der Landwirtschaft ja nicht den Hebel, wo du von heute auf morgen die Produktionsweisen und so weiter umstößt, aber wir sind mittlerweile auf einem guten Weg mit den ganzen Maßnahmen, die wir ja noch besprechen werden, um dieses Ziel hoffentlich im Zielpfad unterwegs zu sein. Weil es ansonsten Strafzahlungen sonst gibt es Strafzahlungen, die liegen irgendwo um 25 bis 50 Millionen Euro jährlich, mhm. wenn wir dieses Ziel verfehlen. Mhm. Und diese Strafzahlungen, die hätte ich viel, viel lieber gerne im Agrarbudget mhm. und nicht irgendwo an der, in der EU-Kasse verschwunden. Okay. Genau. Gut. Also das heißt, wir werden uns heute sehr stark mit den Zielen beschäftigen, die uns gesetzlich aufs Auge gedrückt werden. Aber, und das muss man auch dazu sagen, Stickstoffeffizienz, und ich habe es in der Einleitung ja auch gesagt, im Kreislauf gedacht, macht ja auch aus ökonomischer Sicht Sinn, wenn wir die verbessern. Je nach
Berechnung, Mineraldüngeräquivalent berechnet, wie der Mineraldüngerpreis ist, aber der wird sicher nicht mehr unter 1 Euro gehen, sondern eher in Richtung 2 Euro, also aktuell 1,50 Euro Kilogramm Stickstoff. Und wenn man den hernimmt und die NH3-Emissionen dem gegenüberstellt, stickstoffbezogen, dann liegen wir zwischen 15 und 20 Millionen Euro, was wir uns an der Landwirtschaft sparen, was die Stickstoffeffizienz bringt. Wenn wir diese 12% schaffen? Genau. Okay, aha. Das ist berechnet auf diese 12%. Wie viel hast du noch einmal gesagt? Sag die Summe noch einmal. 15 bis 20 Millionen Euro jährlich, in Abhängigkeit natürlich vom Stickstoffpreis. Mhm. Und das ist ein Geld, das man natürlich nicht im Geldbörsel hat, aber in der Effizienz, in der Betrieb, im Betrieb. Das heißt, ich brauche die letzten 3 Hektar Grünlandfläche möglicherweise nicht mehr oder 5 Hektar oder beim Mais, weil ich im Prinzip sozusagen den Stickstoff besser nutzen kann und Stickstoff besser nutzen kann aus dem Wirtschaftsdünger. Also es macht jetzt vielleicht auch Sinn, wenn wir im Podcast das auch ein bisschen sozusagen Punkt für Punkt durchgehen im ganzen Kreislauf, oder? Stickstoffkreislauf und wo kann ich ansetzen und vielleicht fangen wir einmal beim Tier an, oder? Fütterung ist ein wichtiger Bereich, wo ich an der Stickstoffschraube drehen kann, oder? Ganz genau, der Stickstoff ist ja sozusagen im Wesentlichen im Eiweiß gebunden. Mhm. Das brauche ich einen Fütterungsexperten sicher nicht erklären und auch den Landwirten nicht erklären. Und da geht es darum, den so effizient wie möglich zu nutzen, nicht vorzuhalten, dass ja erreicht wird. Und da sehen wir aus der Dialo und aus vielen Daten im Wesentlichen im Schweinebereich, da sind wir schon sehr weit mit dem Ganzen, im Geflügelbereich auch, da ist ja ein relativ einheitliches Futter, aber in der Stiermast, da hätten wir noch ein bisschen ein Potenzial, das wir noch besser nutzen könnten, um hier die Effizienz auch in der Fütterung noch zu verbessern. Das heißt, im Schweinebereich und im Geflügelbereich werden zum Beispiel synthetische Aminosäuren eingesetzt, wo ich dann praktisch den Rohproteingehalt der Rationen senken kann, weil ich ja die essentiellen Aminosäuren gezielt dazu dosieren kann. Genau. Es ist im Schweinemastbereich schon sehr üblich, Gott sei Dank, dass wir Phasenfütterung betreiben. Das heißt, wir füttern im Mastabschnitt von 30 Kilo bis 50 Kilogramm eine andere Ration wie von 50 bis 70 und von 70 bis 100. Das heißt, wir passen im Mastverlauf die Eiweißversorgung an den Bedarf stärker an, halten also nicht drüber am Ende der Mast. Je jünger die Tiere sind, umso höher muss die Aminosäurenkonzentration sein. Und das Gleiche würden wir uns jetzt auch zum Beispiel in der Stiermast, in der Rindermast wünschen, dass man da nicht mit einer Eiweißversorgung über die ganze Mast drüber ziehen, sondern dass wir bewusst dann auch hinten raus reduzieren. Insbesondere, weil unsere Stiere auf relativ hohe Mastendgewichte gemästet werden und da gibt es dann am Ende des Tages wird vorwiegend Fett angesetzt und relativ wenig Eiweiß. Zudem brauche ich eigentlich gar nichts mehr ergänzen. Du hast das super erklärt. Also genau das wäre die Zielsetzung. Und wie gesagt, technisch sind wir, wie du richtig gesagt hast, im Mastschweinebereich schon sehr weit mit diesen Phasen. Mhm. Und da geht es ja bis zur Multiphasenfütterung. Ja. Und 2005 haben wir vielleicht 20% in dem Bereich drinnen gehabt, der Tiere im Mastschweinebereich. 2017, wo wir die Zwarer-Dialog gemacht haben, waren wir irgendwo im Bereich von 60% und jetzt gehen wir davon aus, dass wir Richtung 80% in dem Bereich zusammenbringen. Die Kleinbestände, die werden noch händisch gefüttert, aber auch und ohne diese Phasen, aber die professionellen, größeren Mastbestände werden mittlerweile fast alle Multiphasen gefüttert. Ja, im Milchviehbereich bekomme ich mit, dass dort vermehrt auch eiweißreduzierte Fütterungen jetzt angestrebt werden. Man schaut vermehrt auch auf den Milchharnstoffgehalt. Man hat auch da die Referenz zu ein bisschen nach unten versetzt. Früher habe ich immer gesagt, zwischen 25 und 30 Milligramm pro 100 Milliliter Milchharnstoff ist so ein Zielwert. Jetzt sagt man eher zwischen 15 und 20 in dem Bereich, also wir im Bio-Bereich sowieso um die 15 eher, um eben nicht vorzuhalten, um auch Kosten in der Fütterung zu sparen. Man muss ja wissen, Eiweiß ist das teuerste Futtermittel, das wir einsetzen und da das sinnvoll einzusetzen, macht auch da ökonomisch Sinn. Das heißt, die Fütterung ist einmal der erste Baustein und da kann man was tun und da haben wir in manchen Bereichen, in der Beratung, in der Forschung noch etwas vor uns, aber es ist machbar. Würde ich auch sagen, das ist machbar und das ist auch sinnvoll, genauso wie du jetzt gerade gesagt hast. Natürlich die Herausforderung vielleicht zum Schluss noch zur Fütterung. Je eiweißärmer wir füttern, umso besser muss die Futterzuteilungstechnik werden, weil Eiweiß an sich gern gefressen wird. Das heißt, wenn ich beim Eiweiß zurückgehe, muss ich in meiner Fütterungsvorlage schmackhaft sein, besser werden, öfter vorschieben, damit die Tiere die Futteraufnahme halten, die sie vorher gehabt haben. Das
ist international, zeigt sich das gerade bei den Wiederkäuern, dass das eine Herausforderung ist, aber auch da sind wir ja dran, mit unserer Forschung etwas zu tun. Gehen wir vielleicht weiter. Der nächste Punkt ist der Stallbau. Wo befinden sich die Tiere, wie stark sind die Flächen verschmutzt und in diesem Bereich, was kann man dazu sagen? Da muss ich mich jetzt kurz halten, obwohl das Thema sehr, sehr umfangreich ist, aber da haben wir in den letzten beiden Jahren im Wesentlichen die Erkenntnisse, die gesammelt wurden, zusammengetragen. Und da muss man ganz offen und ehrlich sagen, da sind wir noch am Weiterentwickeln. Aber was derzeit sicher ein Thema ist, ist im Prinzip im stallbaulichen Bereich die erhöhten Fressstände, wie wir es im Forschungsstall drinnen haben, um den Anteil der verschmutzten Oberfläche zu reduzieren. Das ist ein wesentlicher Punkt. Das zweite ist im Prinzip eine möglichst rasche Kot-Harn-Trennung zu erreichen. Das erreicht man, indem man 3% Gefälle Laufgangflächen baut mit Harnabflussmöglichkeiten, das was mit der Schieber gut funktioniert. Mit Zwischenfrage? Roboter. Zwischenfrage. Warum ist Kot-Harn-Trennung wichtig? Kannst du uns das chemisch ein bisschen erklären? Danke für diesen Hinweis. Kot-Harn-Trennung ist deshalb wichtig, weil im Kot ist die Urease enthalten. Diese Urease spaltet im Harn den Harnstoff so auf, dass Ammoniak, also Ammonium entsteht, das NH4. Und dieses Ammonium geht sehr leicht in Richtung Ammoniak über, in die gasförmige Phase. Und ist dann dahin. Und ist weg. Und das wollen wir möglichst verhindern. Also das heißt, alles, was dazu führt, den Kot und Harn oder den Harn rasch abfließen zu lassen, führt auch zu verringerten Emissionen im Bereich von 20% circa. Ich bin dir jetzt ins Wort gefallen. Also du hast jetzt angefangen, du wolltest den Kotschieber noch erwähnen und solche Dinge. Da sind wir stehen geblieben. Also du hast gesagt, schräg trennen Kot-Harn und was kann man noch tun? Kot-Harn-Trennung mit Schieber und mit Harnsammel oder Abflusssammelrinnen, die den Harn rasch abfließen lassen. Brauche ich aber saubere Oberflächen, möglichst saubere Oberflächen, also mit zweimal den Schieber fahren lassen am Tag, wird das nicht gut funktionieren. Also da sind wir eher in einem Bereich von 8 bis 10 Mal pro Tag, je nach Nutzungsintensität. Und das Ganze ist natürlich auch verbunden mit Spaltenbodensystemen oder kann im Zusammenhang mit Spaltenbodensystemen gesehen werden. Da sind wir derzeit gerade dabei, einen Pilotbetrieb auszurüsten, der einen Teilspaltenboden dort verlegt, und um zu schauen, wie gut dort die Kot-Harn-Trennung funktioniert. Weil das wäre eine gute Möglichkeit, das Ganze mit diesen Robotern zu kombinieren. Du redest vom Milchviehbereich. Im Schweinebereich gibt es ja das Salut-Projekt. Da sind ja sehr gute Ergebnisse erzielt worden, gerade bei den Emissionen, wo auch Kot-Harn-Trennung erfolgt, oder? Das ist die Perfektion an sich, sage ich jetzt einmal. Das funktioniert im Schweinebereich sehr gut. Da hat der Kollege Ingenieur Zentner, Eduard, ein gutes Projekt durchgeführt, Salut, ganz genau, wo im Mistbereich der Schweine, und die Schweine koten ja in der Regel punktuell, also die haben einen Mistbereich, darunter ist, da ist ein Spaltenboden, und darunter ist mehr oder weniger wirklich eine komplett glatte Oberfläche, auch mit diesen Gefälle nach hinten, nach in die Mitte hinein, und da fährt der Schieber drüber und räumt das weg. Also das funktioniert super gut, und da ist fast eine 100%ige Kot-Harn-Trennung aufgrund dessen möglich. Und dadurch konnten die Ammoniak-Emissionen im Vergleich zum Vollspaltenboden klassisch um 90% reduziert werden. Okay. Das ist ein Riesensprung. Auch die Temperatur spielt eine wichtige Rolle, oder? Im Stall und im ganzen System, man kann grob sagen, je kühler ich es halten kann, umso besser ist es auch bei den Emissionen, oder? Das ist richtig. Also Stalltemperaturen oder Temperaturen allgemein, auch die Temperatur dann in weiterer Folge bei der Ausbringung, ist ein ganz wichtiger Treiber. Also es ist die Urease-Aktivität, es ist die Gülletemperatur an sich wichtiger und die überstrichene Oberfläche. Also wie stark wird da gelüftet, wird da belüftet, wie stark wird da Frischluft nachgeführt und kann wieder Ammoniak entweichen. Das sind die drei Punkte. Temperatur, Harnstoff bzw. Urease-Aktivität und die Windgeschwindigkeit ist ein ganz wichtiger Treiber. Das heißt, an sich den Stall möglichst kühl zu fahren, natürlich gibt es da Grenzen bei manchen Tieren, gerade bei den kleineren und so weiter und beim Einstallen, aber macht Sinn, oder? In jedem Fall, deshalb sind die Kollegen um einen Eduard Zentner auch sehr bemüht, den Stallbaubereich
ganz stark in die Richtung zu bringen, zu dämmen und entsprechend auch gekühlt zu lüften. Klimafitter Stahl. Klimafitter Stahl, genau. Weil wir noch immer bei der Stahlbautierhaltung selber sind, die Weide. Die Weide, und da sind wir ganz stark in dem Bereich, wo du auch unterwegs bist, im Biobereich oder warst im Wesentlichen. Die Weide ist ein ganz wichtiger Baustein zur Reduktion der Emissionen. Warum werden bei der Weide die Ammoniak-Emissionen stark reduziert oder entstehen oft gar nicht? Weil dort Kot und Hahn getrennt abgegeben wird und der Hahn ja relativ rasch in den Boden infiltriert. Das heißt, gar nicht mit dieser Urease in Kombination gerät. Das Einzige, was man halt, warum das kein Nullsummenspiel ist oder keine Nullgeschichte ist, weil die Tiere ja zum Melken im Milchviehbereich halt auch in den Stall gebracht werden, dort auch Kot und Hahn absetzen und dort da gewisser Anteil der Wirtschaftsdünger, der Ausscheidungen abgesetzt werden und dort im Prinzip nur eine gewisse Restemissionsaktivität vorhanden ist. Ja, auf der Weide ist halt dann nur noch wichtig, dass das nicht überweidet wird und dass sozusagen die Tiere sich gleichmäßig auf den Weideflächen verteilen, dass nicht immer auf einer Stelle Kot und Hahn in Summe, weil einfach die Tiere sich schlecht verhalten. Da ist das Weidemanagement ein ganz wichtiger Punkt, wo du schon sehr viel geliefert hast mit deinem Team. Da gibt es ja andere Informationen dazu. Genau. Dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir die Tiere in einem Stall, wir haben sie gefüttert. Mehrmals am Tag wird dann natürlich Kot und Hahn abgesetzt und der wird dann wohin transportiert? Da sind wir ja auch schon gewesen, aber jetzt sind wir dann in der Lagerung, oder? Genau, die Lagerung ist dann der nächste Baustein und da gibt es in den neuen Förderrichtlinien ganz klar die Aussage, also nur mehr in Richtung gedeckelte Gülelager, also keine offenen Gülelager zu bauen. Im Neubausystem nur mehr erlaubt, oder? Und genau. Gedeckelt heißt jetzt nicht nur zubetoniert, das kann auch ein Zeltdach sein, das kann ein Kuppeldach sein. Mhm. Wer sich drüber traut, in Richtung Schwimmfolie oder Holzdachkonstruktionen gibt es im Prinzip auch. Da gibt es mehrere Möglichkeiten dazu. Im Schweinebereich gäbe es sogar noch das Thema der Schwimmkörper, wobei das eher für bestehende Stallungen gedacht ist, dass man dort Was verstehst du unter Schwimmkörper? Ist das kenne ich nicht. Für mich würde ich jetzt sagen, das ist irgendein Plastik, das gefüllt ist und da oben aufschwimmt und das zudeckt. Genau, wir haben ja mit das BMK hat eine Ammoniak-Reduktionsverordnung herausgegeben und da ist ursprünglich eine verpflichtende Gülerlagerabdeckung drinnen gewesen. Bis 01.01.2028 hätten wir nach dieser Ammoniak-Reduktionsverordnung alle Gülelager, die offen sind, abdecken müssen, egal ob dort eine Schwimmschicht drauf ist oder nicht. Und das wurde herausverhandelt. Also das hat eine Revision, Überarbeitung gegeben, dieser Ammoniak-Reduktionsverordnung. Und im Zuge dieser Überarbeitung ist im Prinzip auch vereinbart worden, dass im Schweinebereich Schwimmkörper auch eingesetzt werden können. Das wäre vorher nicht möglich gewesen. Und Schwimmkörper sind ungefähr 30 cm im Durchmesser große Hexameter zum Beispiel. Der Hexakaber ist ein Beispiel dazu, das dann auf der Oberfläche aufschwimmt und sich auch gleichmäßig verteilt und damit sozusagen einen wirklich guten Emissionsschutz, nämlich von 85% erreicht. Hexameter heißt sechseckige Form und Formen, die schwimmen. 30 mit, also 30 im Durchmesser, genau. Ja. Und das kostet circa, weil ja Informationsquelle mir eingeholt habe, um die 20 Euro pro Quadratmeter. Macht das komplett dicht? Natürlich nicht. Oder? Das macht nicht komplett dicht, aber das dichtet so stark ab, dass im Prinzip sozusagen diese Luftüberströmung, diese Temperatur bzw. Luft- und Ammoniak-Durchmischung, Ammonium-Durchmischung nicht stattfindet oder nur sehr eingeschränkt stattfindet. Auch bei den betonierten Gülelagerbehältern haben wir ja kein völlig geschlossenes System. Mhm. Da haben wir Entnahmeöffnung, da haben wir sogar Belüftungsöffnung, wo wir mittlerweile dabei sind, das waren vorher 400 Quadratzentimeter, das ist jetzt 1% beziehungsweise 2-6% der Gülleoberfläche muss offen bleiben aus Explosionsschutzgründen. Und dort entsteht natürlich auch ein gewisser Luftaustausch und ein gewisser Anteil Ammoniak-Emissionsverlusten, aber halt deutlich reduziert im Vergleich zu komplett offen. Jetzt hast du was Wichtiges gesagt. Also ich komplett luftdicht abzuschließen wird Schiffbruch allein? Das ist aber im Biogasbereich. Biogas wäre komplett geschlossen. Ja, aber da wird was abgesagt wenn und genutzt. Jetzt als Bauer, also ich bin jetzt der, ich möchte jetzt keine Emissionen mehr haben und ich mache alles zu, dann kannst du mir das zerreißen? Ja. Okay. Ah. Also das ist hochgefährlich. Also da kann eine gewisse Luft-Gas-Mischung entstehen, die halt dann hochexplosiv ist. Ja, wirklich.
Das hat es auch spannend. Schon gegeben. Okay. Schwimmdecke. Die Schwimmdecke, und im Rinderbereich haben wir es ja sehr intensiv mit Schwimmdecken zu tun, oder im Zuchtschweinebereich natürlich auch. Dort weil wir faserreicher füttern. Faserreicher füttern, Stroheinstreu verwenden. Und ab 20 cm Stärke hat eine Schwimmdecke einen entsprechenden hohen Emissionsschutz. Mhm. Da laufen sogar derzeit Untersuchungen, ob dieser Emissionsschutz nicht überhaupt nach sehr kurzer Zeit nach dem Homogenisieren wieder erhalten ist und nicht erst nach 3 Tagen. In Deutschland bin ich sehr gespannt auf diese Ergebnisse. Aber de facto ist, in der Oli wird die natürliche Schwimmdecke nur mit 40% Emissionsminderung berechnet. Mhm. Hat aber bis zu 85-90% Emissionsminderungspotenzial. Und das heißt, wenn wir das ausschöpfen und das auch bewiesen ist, dann kann man es mit hineinrechnen in unseren Reduktionspfad, oder? Genau. Und das wenn wir es tun, natürlich dann. Wir müssen das auch tun, weil wir haben ja im Prinzip jetzt die 0,6 Kilotonnen von den 10 oder 10,5 Kilotonnen, die wir bis 2030 reduzieren sollten müssen, kommen aus dem Güllelagerbereich. Mhm. Und 0,6 ist jetzt nicht viel. Mhm. Aber immerhin, ein bisschen was brauchen wir, um sozusagen auch in diesem Bereich das zu kompensieren, was wir jetzt aus der Verhandlung herausgenommen haben. Mhm. Und da ist die Idee, dass wir im Prinzip eine sogenannte Gülledeckenbewirtschaftung betreiben. Das heißt im Prinzip, die offenen Güllegruben idealerweise dort, wo es möglich ist, nur zweimal pro Jahr völlig homogenisieren und über das ganze restliche Jahr entweder nur von unten absaugen oder in der kleinen Gruben, die meisten Betriebe haben 2, 3, 4 Gruben, in den kleinen Gruben zu homogenisieren und von dort aus zu bringen. Das wäre die Idee und das muss man noch verfeinern, das muss man noch einige Details dazu ausarbeiten, wie das in der Praxis auch wirklich gelingen kann. Das heißt, das tägliche Belüften und Umrühren, das ist Geschichte, oder? Das ist im Wesentlichen Geschichte, das ist, trifft maximal nur für Güllekeller zu, die man ja eigentlich sozusagen als Neubauer gar nicht mehr in der Form hat und machen darf. Aber es gibt ja viele bestehende Stallungen und die wird man ja nicht stilllegen. Dort ist es nicht anders machbar, aber bei allen anderen Systemen wird man diese Aktivitäten natürlich nicht mehr setzen, dass man Richtung Güllebelüftung und so weiter geht. Jedenfalls bei offenen Güllelagern. Ja. Wenn wir jetzt zu den Güllezusätzen kommen, da geistern ja sehr viele Wundermittel herum. Es gibt auch Mittel, die, wo wir wissen, dass sie funktionieren, die aber dann wieder andere Probleme verursachen. Und dann gibt es das Wasser, das Regenwasser zum Beispiel. Wie geht es dir damit und was sagst du zu Güllezusätzen generell? Ja, Güllezusätze ist natürlich ein nächster großer Forschungsauftrag, den wir versuchen zu erfüllen. Also wir haben ja mittlerweile 9 oder 10 Güllezusätze auch durch unsere Anlage geprüft das oder untersucht. Muss man dazu sagen, wir haben eine sehr große Anlage, wo wir unter standardisierten Bedingungen die Emissionen messen können und auch die Wirkung von Zusätzen. Vielleicht gehst du ein bisschen auf den Versuch ein und auch auf das Wasser, bitte. Naja, versuchstechnisch haben wir insgesamt 9 Behälter, wobei 8 Behälter immer sozusagen in den Versuchen mitgefahren werden. Das haben wir 180 Liter Fassungsvermögen, wo in 4 Behältern kommt Rohgülle plus Zusatzmittel und in 4 Behältern ist nur die Rohgülle drinnen. Und da werden da die Gase gemessen, Ammoniak, Kohlendioxid, Methan, Lachgas, um zu schauen, wie stark ist dieses Emissionspotenzial. Gleichzeitig messen wir natürlich Gülletemperatur. Wir schauen, dass wir vom Temperaturbereich her irgendwo um die 18 Grad sind. Und der pH wird händisch gemessen, weil das die einfachste Möglichkeit ist. Eine Permanentmessung vom pH-Wert ist extrem kostenintensiv und würde nicht bessere Werte liefern. Und der pH-Wert ist aber ein ganz wesentlicher Punkt, den habe ich vorhin vergessen, nämlich pH-Wert zu reduzieren auf einen pH-Wert von 6,5. Macht extrem viel positiven Effekt. Also eine saure Gülle ist ein Vorteil. Erklär uns das. Eine leicht saure Gülle, also ja, 6 nicht Richtung 4 oder 5, sondern eine leicht saure Gülle hätte den Vorteil, dass das Ammoniumstickstoff nicht in Richtung Ammoniak gegenübergeht, sondern das ist chemisch bedingt. Das sogenannte Dissoziationsgleichgewicht ist da betroffen damit. Oder steht da dahinter. Ob pH 7,5 wird
deutlich Ammoniak wieder freigesetzt und 8,5 ganz massiv. Das heißt, wir haben aber in der Regel, unsere Rindergürtel liegen zwischen 7,5 und 8,5. Mhm. Und darum ist das einzig offiziell anerkannte Zusatzmittel, das auch in der Reduktion mitberechnet wird von den Umweltorganisationen oder Umweltbundesämtern, ist der Schwefel, ist die Schwefelsäure. Mhm. Eine anorganische Säure, eine ganz starke Säure. Und diese Methode wird in Dänemark zum Beispiel stark verwendet, mhm, um die NEC-Richtlinien zu erreichen. Warum tun wir das nicht? Warum tun wir das nicht? Hast du ein Bauchweh? Ich habe massiv Bauchweh mit der Schwefelsäure. Eine konzentrierte Schwefelsäure haben wir bei unseren Luftwäschern draußen im Schweinestall. Und da sind die sicherheitstechnischen Maßnahmen dazu, das zu richtig zu handeln, extrem hoch. Also es ist ein Riesenaufwand, es ist sehr gefährlich. Wie schaut es aus? Von den Kosten her wäre es vertretbar, sage ich jetzt einmal. Da sind wir irgendwo, glaube ich, zwischen um die 1 Euro pro Kubikmeter Gülle oder zwischen 1 Euro und 3 Euro pro Kubikmeter, so wird sich das bewegen. Aber das ist einfach sicherheitstechnisch und korrosionstechnisch eine relativ eine schwierige Sache, das richtig zu handeln. Schwefelwasserstoff, wie ist das? Ist das ein Thema? Schwefelwasserstoff ist da nicht wirklich das große Thema. Das haben wir in anderen Bereichen wieder, das Thema. Schwefelwasserstoff ist ein toxisches Gas und entsteht bei bestimmten Zusatzprodukten verstärkt. Mhm. Ganz stark haben wir das gehabt beim Gülleschwefel. Das ist mittlerweile Gott sei Dank verboten. Mhm. Wenn Gülleschwefel beigesetzt wird, können die Konzentrationen auf ein paar tausend ppm hinaufgehen und ist aber bereits bei 200, 300 ppm für die schädlich. Tiere. Und auch für die Tiere natürlich, nicht nur für Menschen, sondern auch für die Tiere. Hat es auch Fälle gegeben, oder? Hat es Fälle gegeben, auch ein konkreter, sehr tragischer Fall war in Tirol draußen, der hat Gülleschwefel beigesetzt gehabt. Und der kommt in den Stall rein und seine Tiere sind gelegen, während er draußen mit dem Traktor die Gülle aufgerührt hat und aber eine Verbindung in den Stall gehabt hat. Ja, das ging. Also okay. Auch das ist wichtig. Und es gibt natürliche Absäuerungsmöglichkeiten. Was funktioniert, aber wo es dann andere Dinge zu bedenken gibt, oder? Genau. Wir sind die einzige Prüfanlage, die ich kenne, in Europa jedenfalls, die Behälter hat, wo wir im Prinzip auch Geruchsproben entnehmen können. Mhm. Mit der Olfaktometrie. Mhm. Alle anderen Anlagen haben 1 Liter, 4 Liter, 5 Liter Behälter. Wir haben 180 Liter. Wir können da im Prinzip olfaktorische Untersuchungen auch machen. Mit geschultem Personal. Da riecht man sozusagen die Abluft, genau, und bewertet sie. Und das wird aber statistisch gefahren, das System, und auch ausgewertet. Genau, das ist ja ganz wichtig, dass du das im Prinzip auch statistisch belegen kannst. Kommt es zu einer Geruchsverschlechterung in dem Fall. Und genau dieses Problem haben wir bei den ganzen organischen Materialien, die zu einer pH-Wertabsenkung führen. Das ist zum Beispiel EM mit Glucose oder Melasse. Effektive Mikroorganismen plus Glucose. Oder, du hast vorher gesagt, die Molke. Die Molke, Süßmolke, Sauermolke, das sind Melasse, das sind alles Zusätze, die grundsätzlich schon bereits vorhandenen Milchsäurebakterien, die über den Pansenrinder in die Gülle kommen, dort aktiv werden und gefüttert werden und eine pH-Wertabsenkung bewirken. Nur haben wir dort eine extreme Geruchsentwicklung. Sauerkrautsaft haben wir. Sauerkrautsaft ist ja in der Richtung interessant oder wäre interessant. Und, oder Spülmilch haben wir uns mit der Salzburgmilch, mit Spülmilch sozusagen auseinandergesetzt. Und auch dort schaffen wir eine pH-Wertabsenkung. Das Problem bei der Spülmilch ist, man braucht relativ viel davon, weil ja nur wenig Milch drinnen ist, ne, die dann genutzt werden kann. Aber all diese Zusätze haben eben die Problematik an sich, dass sie geruchsintensiv sind. Mhm. Und hast du in euren Tests jetzt schon Mittel gefunden, die funktionieren? Zusätze, also ich weiß von Kohlezusätzen, die haben den pH-Wert eher erhöht. Kohle ist im Prinzip ein Kalkdünger eigentlich, bis zu einem gewissen Grad, und Kohle führt zu einer leichten pH-Werterhöhung. pH-Werterhöhung, haben wir vorhin schon gehört, ist kontraproduktiv, führt zu einer stärkeren Ammoniakausgasung. Biolith, keine Ergebnisse gefunden. Mhm. Wie schaut es mit Wasser aus? Wasser, also wir haben Wasser, das weiß man aus der Literatur, hat einen Ammoniak-Reduktionseffekt.
und wird als einziges Land in Europa, in Österreich, mit 30% Emissionsminderung berechnet. Mhm. Es wird ja derzeit in der Praxis relativ viel über die Wasserverdünnung gesprochen. Eine politische Vertretung im Bauernverband hat sich da sehr intensiv mit dem Thema engagiert und engagiert sich. Und es ist die Verdünnung mit Wasser eine sehr gute Möglichkeit, um Emissionen zu reduzieren. Das Problem ist, wir ersparen uns dadurch nicht das Thema der Bodenlandgülleausbringung. Das ist leider so. Das heißt, wir können nur die Berggebiete aussparen aus dem Thema. Wir müssen verstärkt in diese Richtung gehen, aber da kommen wir aber später noch dazu. Ja, wenn ich natürlich Wasser dazu setze, weil es wäre ja jetzt relativ simpel, ich nehme vor allem Regenwasser, das hätte ich kostengünstig zur Verfügung. Ich muss natürlich dann auch mehr Wasser auf die Felder transportieren. Und das ist natürlich, das erhöht die Frequenz, wo ich fahren muss, das Gewicht, das ich über die Felder bringe. Das könnte ein Gegenargument sein. Aber du sagst, Wasser ist ein Schlüssel zum Erfolg, oder? Wasser kann ein Schlüssel zum Erfolg sein, und zwar dann, wenn ich entweder genügend Güllerlagerraum habe, das die wenigsten Betriebe haben, beziehungsweise die Wasserverfügbarkeit gegeben ist. Und in der Regel ist es so, auf den fast allen Betrieben ist es so, dass die über den Winter keinen Wasserzusatz verwenden, weil sie das Güllerlagerkapazität nutzen wollen. Und dann im Frühjahr nach dem ersten Ausbringen dann das Regenwasser dazuleiten. Und auch nur dann, wenn die Feldhofentfernungen eher gering sind. Also das heißt eher Richtung arrondierte Betriebe sind. Oder auch für Bergbetriebe mit arrondierten Flächen in Kombination mit der Gülleverschlauchung. Okay. Weil die Gülle besser fließt. Okay. Und also das sind so Kombinationen, wo die Wasserverdünnung in jedem Fall sinnvoll ist. Wenn genug verfügbar ist und so weiter. Wo es aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, wenn ich verstreute Hoflagen habe, wenn ich sehr große Güllemengen habe, die ich auch weiter transportieren muss, was ja mittlerweile deutlich zugenommen hat, weil Pachtflächen und so weiter. Da kommt die nächste Möglichkeit dann zum Spiel, das ist die Gülleseparierung. Ja. Was versteht man unter Gülleseparierung? Wie läuft das technisch? Gülleseparieren bedeutet, dass der Trockensubstanzgehalt der Gülle reduziert wird, ganz einfach gesagt. Also was habe ich da für ein Gerät? Ich habe in der Regel einen Schneckenseparator. Das ist der Klassiker, der die Faserstoffe aus der Gülle herauszieht. Ich habe einfach ein Sieb, mehr oder weniger, wo die Gülle durchgedrückt wird und innen bleiben die Rohfaserkomponenten über und die werden hinten ausgekaut oder so? Genau, es ist eine Schnecke und die Schnecke presst den Flüssigteil nach außen und der Festteil wird über die Schnecke nach außen transportiert. Mit dem Gegengewicht kann ich den Trockensubstanzgehalt im Prinzip regeln. Also es sind nicht alle in der Lage, auch sehr hohe Trockenmasse für den Feststoff zu erzeugen, die man dann eventuell als Einstreumaterial verwenden könnte oder kann. Und der Flüssigteil hat den Vorteil, dass er eben keine Feststoffe, also Faserstoffe mehr drinnen hat oder kaum mehr Faserstoffe drinnen hat und dieser Flüssigteil viel besser in den Boden infiltriert, keine Probleme mehr macht hinsichtlich Verstopfungen bei den ganzen Ausbringtechniken, die wir dann brauchen und auch keine Futterverschmutzung mehr bewirkt. Fred, wie stelle ich mir das vor, wann tue ich Gülle separieren? Regelmäßig oder immer knapp davor, bevor ich es ausbringe, beziehungsweise wenn ich es regelmäßig tue, brauche ich wahrscheinlich zwei Güllegruben, oder? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit des Kleinseparators, der auf den Betrieben steht und wo ich mehr oder weniger täglich, also den laufen lasse oder zweimal in der Woche laufen lasse und im Prinzip mehr oder weniger die Gülle, die in einer Vorgrube gesammelt wird oder die in einer kleinen Grube gesammelt wird und von dort in eine größere Grube separiere. Super wäre zum Beispiel, wenn ich PV-Anlage oben habe und immer dann, wenn die Sonne scheint, mache ich das, weil dann kann ich das mit der eigenen Energie machen, oder? Genau. Das Einzige, wo ich vorsichtig sein muss, ich darf das dann nicht in einen Güllebehälter hineinseparieren, der offen ist, weil dort habe ich dann von Haus aus keinen Emissionsschutz mehr mit der Schwimmdecke, weil ich habe das weggenommen. Okay. Dort könnte man dann eventuell mit Schwimmkörper arbeiten oder im Prinzip sozusagen gedeckelt. Also geworden. Regelmäßige Separierung? Genau. Oder selber oder ich lasse mir es über einen Maschinenring oder sonst jemanden machen, oder? Da gibt es dann im Wesentlichen Maschinenringgeräte, die haben so eine mittlere Leistung, sage ich jetzt einmal so zwischen 35 und 50 Kubikmeter in der Stunde. Die kleinen haben zwischen 5 und 10 Kubikmeter in der Stunde. Und dann gibt es große Separatoren, die auf dem LKW aufgebaut sind, die von
zu den Betrieben fahren, die haben 100, teilweise 120 Kubikmeter in der Stunde oder sogar noch mehr, die durchbringen. Und da ist es in jedem Fall sinnvoll, dass ich mehr oder weniger dann eine zweite Grube habe, wo ich das hineinseparier. Okay, und jetzt fällt praktisch dieses der Feststoff an. In welchem Trockenmassebereich, du hast vorher gesagt, der Trockenmassebereich hängt davon ab, wie das Gegengewicht ist und so weiter, aber in welchem Bereich schwankt es? Bin ich da im Silagebereich, dass ich sage, okay, ich bin bei 35-55% oder wo bin ich? Das muss man mal wissen, was mache ich mit dem Feststoffmaterial. Ja. Wenn ich das Feststoffmaterial nur für die Düngung, für den Acker, für die Ackerdüngung verwende, dann bin ich irgendwo zwischen 25-28% okay. Trockensubstanz. Das ist der klassische Festmist. Ja, das heißt, es ist aber immer noch ein bisschen ein sicker Saft dann da. Das heißt, das bringe ich dann relativ zeitnah aus oder tue ich das wieder zwischenlagern? Und wenn ich es zwischenlagere, muss ich es abdecken? Nein, das muss ich nicht abdecken. Das behandle ich wie einen normalen Stallmist grundsätzlich, den ich dann verwende, wenn es zum Ausbringen ist. Könnte ja kompostieren und so. Genau, das okay. Könnte man für das auch verwenden, wenn man das sinnvoll verwendet. Oder eben unmittelbar gleich ausbringen, wenn ich das dann sozusagen, da wäre die Emissionsaktivität dann gleich nochmal reduziert. Oder ich könnte es als Einstreu verwenden, oder? Wolltest du das oder jetzt sagen, oder bin ich da ins Wort gefallen? Genau. Das tue ich sehr gerne. Das oder wäre jetzt gekommen. Du bist immer sehr engagiert, was das Ganze betrifft, und darum denkst du immer mit nach vorne. Ich kann dieses Material so trocken pressen, nämlich DS-Gehalt deutlich über 30%. Wenn ich es täglich mache, dann reicht es und frisch einstreue. Wenn ich das Material aber, weil ich einen Großseparator habe, der Kumpf mit dem Maschinenring, dann brauche ich ein DS, genau, dann brauche ich ein DS-Gehalt von, sage ich mal, 35%, mindestens 33-35%, und das muss einsiliert werden. Quasi einsiliert, genau. Abgedeckt, luftdicht abgedeckt. Ja. Und das braucht dann einen gewissen Zeitraum, wo das vergärt, oder wie? Oder das darf es gleich stabilisiert. Nutzen? Das wird stabilisiert. Ich darf das gleich nutzen auch, weil es kommt ja nicht wirklich zu einer... Ich brauche es nicht vorhin zu machen. Und es kommt ja nicht zu einer Absäuerung. Aber es geht darum, dass das Material nicht warm wird. Weil wenn ich das nur so dort liegen habe, das wird innerhalb von wenigen Stunden, haben wir dort eine Temperatur Innentemperatur von 30, 35, und 40 Grad. Wenn ich das dann einstreue, irgendwann einmal. Das Material ist eine Katastrophe. Das darf ich ja nie machen. Alterentzündungen. Ja, genau. Mhm. Da kriegen wir Alterentzündungen, ganz problematisch. Mhm. Und ich darf auch nicht das Material zu nass machen, weil dann die Mikroorganismen auch unter anaeroben Bedingungen unter Umständen weiterwachsen können. Die Wasserverfügbarkeit ist ein ganz großes Thema, was das mikrobielle Wachstum betrifft. Könnte ich da was dazu mischen? Ich könnte jetzt sagen, okay, da gebe ich jetzt eine Kohle dazu, da gebe ich irgendwas, was das trockener macht. Einen dazu. Kalk. Einen Kalk könnte ich dazu tun. Okay, genau. Das kann Kalk ich wird gern dazugeben, weil im Prinzip Kalk Feuchtigkeit bindet und im Prinzip auch gewisse, Kohle aufgrund der dann, Wasserbindung sozusagen den Mikroorganismen den Nährboden entzieht und oder die Vermehrungsmöglichkeit. Emissionstechnisch, wie so ein der Feststoff, emittiert der noch viel Stickstoff? Also wenn ich den Feststoff unmittelbar einstreue, dann ist der oberflächlich innerhalb von einer Viertelstunde trocken, im eingestreuten Bereich. Dadurch ist er auch nicht mehr aktiv, was mikrobiologisch betrifft. Okay. Wenn ich das einsiliere, dann habe ich auch keine Emission. Wenn ich es normal liegen lasse auf der Miete, habe ich natürlich eine gewisse Emissionsaktivität da, die in Summe gesehen Flüssigteil und Festmistteil aber nicht höher ist, als im Prinzip die Gülle für sich. Gut, und wenn ich jetzt dann, jetzt sind wir bei der wir gehen jetzt vielleicht schon ein bisschen in Richtung Ausbringung, jetzt, wenn ich die flüssige Phase ausbringe von dem Separierten, da ist der Vorteil dazu gesagt, dass das relativ schnell in den Boden hineingeht. Genau, in den Boden hineingeht, infiltriert, sagen wir, genau. Und damit emissionsmäßig geschützt ist. Also das heißt, der Ammoniumstickstoff kann dann von den Pflanzen aufgenommen werden. Und darf von den Mikroorganismen im Boden gut verwertet werden. Genau. Okay. Der Feststoff, den bringe ich wie ein Kompost, wie ein Festmist aus, oder? Der Feststoff wird wie ein Festmist ausgebracht, entweder auf Ackerflächen dann relativ rasch eingearbeitet oder auf den Gründern im Prinzip sozusagen im Herbst ausgebracht oder im Frühjahr, wenn er entsprechend verrottet ist. Und jetzt kommen wir schon zur Flüssigmistausbringung Gülle mit unterschiedlichen Gerätschaften. Aber davor möchte ich noch ein bisschen über Effekt Allzeit, weiß jeder, Effekte des Wetters, der Temperatur, des Regens und so weiter.
Vielleicht reden wir das vorher noch, bevor wir auf die Technik kommen. Also natürlich haben die Rahmenbedingungen in dem, wo die Flüssigmistelausbringung stattfindet, Einfluss auf das Emissionspotenzial. Mhm. Das heißt, wenig verlieren wäre, wenn es regnet, wenn es eine Temperatur hat von 10, maximal 15 Grad Außentemperatur und kein Wind geht. Mhm. Dann werden die Emissionen sehr niedrig sein. Im ackerbaulichen Bereich, wenn ich es einarbeite zum Beispiel, oder? Oder unmittelbar einarbeiten. Mhm. Unmittelbar bedeutet innerhalb von 4 Stunden. Das Emissionspotenzial ist im Gegenteil sehr hoch, wenn wir natürlich bei Außentemperaturen von 20, 25 Grad fahren oder noch mehr, wenn wir keine Bodenbedeckung haben und wenn wir das liegen lassen. Oder auch wenn das Futter recht hoch ist und du es oberflächlich drauf spritzen, oder? Ja, recht hoch, wenn es 10 cm schon angewachsen ist, auf das kommen wir dann später nochmal zum Reden, dann ist das natürlich sozusagen nicht nur emissionstechnisch, sondern auch futterbaulich von der Verschmutzungsseite her. Und auch von der Akzeptanz durch die Tiere dann natürlich ein Problem. Und hygienisch auch ein Problem, oder? Zur Hygiene möchte ich dann noch speziell noch Stellung nehmen. Gut, also kühl, regnerisch wäre gut. Und natürlich hängt das auch direkt dann indirekt auch wieder zusammen mit dem Gülle-Ausbringungssystem, das ich am Betrieb fahre. Weil es gibt Varianten, die kann ich nur umsetzen, unmittelbar nach dem Mähen, aber dort ist nicht immer regnerisch und kühl, oder? Und da gibt es wieder andere Düngervarianten, wo ich ein bisschen mehr Spülraum habe, um darauf zu warten, bis es regnerisch und kühl ist, um zu düngen, oder? Da spürst man natürlich jetzt einen großen Ball zu, den ich gerne aufnehme. Super. Und zwar, das ist genau der Unterschied zwischen der breitflächigen Gülleausbringung, die ja unsere Betriebe alle kennen und lieben. Prallteller, Möscher-Pendelverteiler, Prallkopfverteiler, Schwalbenschwanz und so weiter. Alle diese Verteilsysteme, die breitflächig die Gülle ablegen, da bin ich gezwungen, einen, maximal 2 Tage nach dem Abräumen des Futters mit hinauszufahren. Und genau in diesen 1-2 Tagen sollte es halt leicht regnen oder jedenfalls kühl sein oder und jedenfalls kein Wind gehen. Mhm. Jedenfalls die ersten paar Stunden bzw. den ersten Tag. Und das ist die Schwierigkeit. Das wissen eigentlich fast alle Betriebsleiter. Mhm. Und sie probieren das auch zu nutzen. Nur den Knopf, wo man genau diese Bedingungen den gibt es ja nicht mehr. Den gibt es ja nicht. Und das macht das System so schwierig. Genau deshalb haben wir mit dem Thema der Bodendarmgülleausbringung, insbesondere im Grünland mit dem Schleppschuh, eine Riesenmöglichkeit, dieses Fenster von 1-2 Tagen zu erweitern auf 6, 7, im Extremfall 10 Tage, wo das Futter dann vielleicht sogar schon 10 cm oder 15 cm angewachsen ist, kann ich dort auch noch mit der Gülle einfahren. Mit dem Schleppschuh. Jetzt müssen wir sagen, was gibt es überhaupt für Techniken? Ich kenne den Schleppschlauch, es gibt den Schleppschuh und dann gibt es noch die Schlitztechnik, oder? Genau. So, gehen wir das einmal durch. Also der Schleppschlauch, oder der ist im Prinzip, das sind nur hinterhängende Schläuche, wo die Gülle dann in einem Abstand in der Regel von 25 cm abgelegt wird. Mhm. Und da ist aber am Boden, die schleifen am Boden dahin und das schleifen leicht am Boden dahin, genau. Mhm. Der Nachteil von dem System ist, dass die Gülle sozusagen oberflächlich liegen bleibt und im Prinzip nicht bodennah abgelegt wird. Also narbennah in dem Sinn. Okay, es ist höher, sie liegt im Schnitt höher. Genau. Okay. Und aufgrund dessen ist beim Schleppschlauch das Thema der Futterverschmutzung bei der herkömmlichen Gülle ein Thema. Mhm. Während beim Schleppschuh... Bei der herkömmlichen Gülle, ich muss das ausarbeiten, was verstehst du unter herkömmlicher Gülle? Herkömmliche Gülle ist für mich ein TS-Gehalt von 7,5. Okay, nicht das ist eine Verdünnung von 1 zu 0,5 verdünnt. Ja. Leicht verdünnt. Die ist nur leicht verdünnt und nicht 1 zu 1 verdünnt oder separiert, ja. Mhm. Sondern die ist im Prinzip die Gülle mit Faserstoffen in der Regel drinnen, die dann halt auch auf den Blättern hängen bleibt. Also Schleppschlauch, nur leicht verdünnt mit Wasser, hat ein Verschmutzungsrisiko beim Futter und dann bei der Ernte. Genauso wie dann, wenn ich sehr spät hineinfahre und das Futter schon sehr hoch ist. Also das wäre im Prinzip sowohl beim Breitverteiler als auch beim Schleppschlauch
ein Totschlagargument. Okay. Also das darf ich nicht machen. Dann gehen wir zum Schlitzen. Die Schlitztechnik ist auch nicht mein Liebkind aus in Grünland. Im Ackerbau kann sie durchaus sinnvoll sein oder im Futter, Feldfutterbau, weil ich die Emissionen von im durchschnittlichen Reduktionspotenzial von 50% vom Schleppschurch auf 85% noch einmal reduziere oder erhöhe. Das, die Reduktion. Okay, aber warum noch einmal weiter mit dem Dauergrünland? Weil es einen deutlich erhöhten Zugriffbedarf bedeutet, weil es im Prinzip die Wurzelunkräuter, die wir ja auch immer wieder auch drinnen haben, anregt, sich stärker zu vermehren und noch mehr Gewicht auf die Flächen bringt. Und das Narbenschäden auch macht, oder? Narbenschäden, das würde ich im Prinzip auch so bezeichnen, genau. Okay. Höherer Zugriffbedarf, mehr Gewicht, mehr Narbenschäden, genau. Und dann ist der Schleppschuh, oder? Es bleibt der Schleppschuh, der hat ja auch bis zu einem gewissen Grad die Nachteile mit Gewicht, Gewichtsnachteile. Der hat die Nachteile der schwierigen Bedienung. Wenn Feldmasten sind, dann muss ich es einkloppen oder muss herumfahren und so weiter. Das geht mit dem Breitverteiler viel einfacher. Ist teurer natürlich, wesentlich. Investitionskosten, also ich sage jetzt, man muss das immer mit den heutigen Preisen vergleichen. Ne? Ja. Ein 10-Kubik-Fastel, sage ich jetzt einmal, mit 50.000, 60.000 Euro ohne mit Breitverteiler kostet 100.000 Euro mit einem Schleppschuh. Mhm. Oder in dieser Größenordnung. Also nur haben wir genau auf diesen Mehrkostenteil, also ich sage jetzt einmal 50.000, haben wir eine Investförderung dabei mit 40%. Das heißt, er hat einen Mehrkostenaufwand von 30.000 Euro. Und wenn der Ausbringmenge von 5.000 Kubik im Jahr hat, weil er sie ja nicht nur für sich hat, sondern für drei, vier andere Betriebe oder über den Maschinenring, dann verteilen sich die Kosten auch. Ja. Gut, nächster Nachteil, Berggebiet, oder? Berggebiet ist sicher ein Nachteil und vor allem die gemischten Berggebiete, wo ich schöne Flächen habe und wo ich steile Flächen habe. Mhm. Und da sage ich ganz klar, da sollte man noch viel verstärkt, deutlich stärker in Richtung gemeinschaftliche Maschinennutzung investieren. Maschinenring, Lohnunternehmer, gemeinsame Maschinennutzung und die kleinen Fässer, die man möglicherweise zu zweit, zu dritt hat, mit 5 Kubik, mit 7 Kubik oder mit 6, so in dieser Größenordnung, die verwende ich für die Restflächen. Die kohle ich mir, weil die dann dort da zum Einsetzen sind und auch eingesetzt werden können. Gut, Futterverschmutzung, möchte ich noch einmal drauf zurückkommen, Schleppschuh. Wie schaut es da aus? Da wirst ja du, das ist ja ein Leidensthema für dich, oder? Das ist ein Leidenschaftsthema in jedem Fall, weil ich mittlerweile einige Untersuchungen kenne, selbst durchgeführt habe, um genau diese Fragestellung exakt zu erfassen. Treiben wir die Betriebe jetzt in Richtung Futterverschmutzung auf, mit dieser Technik hinein in ein System, wo sie das Problem nicht mehr kontrollieren können, oder ist es eh nicht so schlimm? Und es zeigen alle Versuche und alle Untersuchungen in der Praxis und in der Wissenschaft. Auch im Ausland, ja. In und Ausland, also Schweiz, Deutschland macht derzeit gerade die Versuche, darauf hin, dass das Thema der Futterverschmutzung durch Güllereste viel mehr ein Thema der Breitverteiltechnik ist, als wie der bodennahen Gülleausbringtechnik mit Schleppschuh. Warum ist das erklärbar? Weil jeder Betrieb glaubt, wenn ich die Güllebänder sehe, dass die ein Problem machen. Aber dass die breitflächig ausgebrachte Gülle kein Problem macht, davon gehen die meisten Betriebe aus. Weil sie es nicht sehen. Dass es oben biegt. Aber es gibt auch Diplomatura-Arbeit aus Niederösterreich, die zeigt hat, dass man bei der Stiergülle ein bisschen höhere Verschmutzungen zusammengebracht hat, mit der Bodenangülle ausbrechen. Das ist die einzige Arbeit, die ich kenne, die in dieser Richtung einen Nachweis liefert, dass man dort vielleicht das Thema sich anschauen muss. Wir müssen uns dem Thema widmen, weil die Futterverschmutzung ist ein wichtiges. Kein Freit mit mir. Das ist ein wichtiges. Ja. Das ist Clostridien. Ja? Mhm. Im Futter ist ein ganz ein wichtiges Thema. Wir haben zum Beispiel, ich habe einen befreundeten Betrieb, der hat selber Käserei daheim. Der hat bis vor 4 Jahren hat der breitflächig ausgebracht. Der hat einmal einen Käse geliefert, der hat ein bisschen brennt auf der Zunge. Mhm.
der hat ein mikrobiologisches Problem gehabt und der hat das ganz klar auf seine breitflächige, etwas dicker ausgebrachte Gülle zurückgebracht, also dicker, mit einem höheren DS-Gehalt. Mhm. Der fährt seit 3 Jahren fährt er mit dem Schleppschuh und hat diese Problematik nicht mehr. Oder wenn er ein Problem hat, weil das haben wir uns auch wieder angeschaut, dann, wenn zu viel gemeine Rispen im Bestand drinnen ist. Die kann dazu beitragen, dass man diese Güllebänder nach oben hebt. Das heißt, ich muss gleichzeitig natürlich auch meine Pflanzenbestände im Auge haben, dort insbesondere gemeine Rispe herausstriegeln, auszuarbeiten, dass das nicht zum Problem wird. Aber auch die Wasserverdünnung hat auch da einen Effekt, oder? Die Wasserverdünnung ist wie die Gülleseparierung, hat einen positiven Effekt, was diese Futterverschmutzung betrifft, weil sie dadurch reduziert wird. Bei der Separierung ist es noch ein bisschen besser, weil auch die Faserstoffe heraus sind. Die sind ja nach wie vor in der Gülleverdünnung auch drinnen, aber können da auch mithelfen. Herr Fred, was haltest du von dem Ausspruch, der ja im Biobereich oft eingesetzt wird und den ich ja sinnvoll finde persönlich, komme oft und dünge wenig? Von dem halte ich grundsätzlich sehr viel, weil es ja im Wesentlichen darum geht, die Pflanzen öfters zu mehreren Zeitpunkten zu versorgen und nicht auf einmal viel hinzubringen. Das Bodenleben, nicht nur die Pflanzen, auch das Bodenleben. Auch das Bodenleben, das ist da im Biobereich natürlich besonders wichtig oder den Biolandwirten besonders wichtig, weil natürlich höhere Nährstoffmengen, insbesondere bei Ammoniumstickstoff oder Stickstoff generell, im Bodenleben natürlich nicht nur positive Wirkungen haben können. Okay, gut. Wir haben den Flüssigdünger relativ durch, oder? Gibt es jetzt noch wichtige Dinge, auf die wir vergessen haben, die dir noch wichtig sind in dem Zusammenhang? Festmist vielleicht zum Schluss noch, Ausbringung von Festmist und Kompost. Wie geht's? Was kann man dazu sagen? Ja, beim Festmist haben wir noch einen gewissen Anteil Ammoniumstickstoff drinnen. Deshalb ist auch sozusagen als Gegengeschäft zur nicht mehr notwendigen verpflichteten Güllelagerabdeckung von bestehenden Güllelagern das Erfordernis, dass man Stallmist auf Ackerflächen einarbeiten muss innerhalb von 4 Stunden. Mhm. Das ist nicht ganz einfach. Das in der Umsetzung, für die Betriebe, das ist so. Aber wir müssen die paar Prozentpunkte oder 0,1 Kilotonnen Reduktionspotenzial auch dort noch holen. Und das ist wichtig. Im Grünland sollte man eher schauen, dass er gut verrottet ist, auch aufgrund der Gefahr der Futterverschmutzung oder der geringen Gefahr der Futterverschmutzung. Verrottet oder kompostiert, dass er gut kompostiert ist? Also verrottet, natürlich, wenn ich einen kompostierten Stallmist habe, den kann ich eigentlich zu jeder, ich sage jetzt Tages- und Nachtzeit ausbringen, halt nicht den bestehenden Bestand, das würde eh keiner. Weil der im Prinzip sozusagen, was den Stickstoffverlust, den gasförmigen betrifft, stabilisiert ist. Da passiert natürlich während der Umsetzungsphase ein bisschen mehr, geht ein bisschen mehr verloren, aber der ist dann stabil und der hat im Prinzip keine Ammoniakfreisetzungen mehr. Stickstoffhaltige Handelsdünger, wie geht es da? Was kann man dazu noch mitgeben zum Schluss? Da sprichst du ein Thema an, wo ich mich sehr zurückhalten muss, und zwar wir haben kein Problem mit stickstoffhaltigen Handelsdüngern, die den Stickstoff in Form von Nitratstickstoff drinnen haben. Mhm. Und wir haben einen Stickstoffdünger, den Harnstoff, der diesbezüglich sehr dosiert eingesetzt werden darf, nämlich nur mehr geschützt. Mhm. Ob das jetzt nur den Harnstoff betrifft, der mit 44% Stickstoffanteil drinnen ist, oder auch niedrigere Stickstoffgehaltswerte in Form von Harnstoff, ist derzeit für mich nicht ganz erkennbar. Faktum ist im Prinzip, ich hätte gern, dass der Harnstoff eigentlich nicht mehr wirklich eingesetzt wird, weil wir kriegen über den Harnstoff insgesamt 1 Kilotonnen höhere Emissionen dazu, obwohl nur ein ganz geringer Prozentsatz an Harnstoff eingesetzt wird. Und wenn der Stickstoffpreis hoch bleibt, ist zu befürchten, dass der Harnstoff verstärkt eingesetzt wird. Und insbesondere dann, wenn es diese Ausnahmen gibt, dass man sagt, nur der Harnstoff mit 44% darf eingesetzt werden, also muss stabilisiert sein, muss eingearbeitet werden und der andere kann so verwendet werden. Mhm. Du tust mit Harnstoff also sehr, sehr
schwer aus emissionstechnischer Sicht. Aus emissionstechnischer Sicht, aber es derzeit verhandelt ist, dass nur mehr stabilisierter Hartstoff verwendet werden darf oder unmittelbar eingearbeitet. So wie bei der Gülle auch. Okay. Gut, lieber Fred, ich glaube, wir haben das Thema relativ gut abgearbeitet. Auf unserer Homepage gibt es Bilder, Videos dazu, die Sie sich anschauen können. Wir werden auch im Podcast-Beitrag in der Videoversion das eine oder andere Bild vielleicht einbauen. Wenn Sie weiterführende Fragen haben, dann können Sie sich gerne bei uns an der HPLV Raumbau Kumpenstein melden. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden, wenn er Ihnen gefallen hat. Wir haben sehr viele interessante Themen bearbeitet schon und wir bleiben auch dran. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Kumpenstein.